Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video. Letztes Jahr haben wir es versucht und sind kläglich daran gescheitert und heute versuchen wir es erneut. Wir wollen nämlich zum ersten Mal erfolgreich den Wither in Minecraft besiegen. Wenn ihr wollt, dass wir das Ganze vielleicht auch nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad versuchen, falls wir es heute schaffen sollten, dann hinterlasst auf jeden Fall eine positive Bewertung und abonniert auf jeden Fall kostenlos diesen Kanal, um keines solcher Videos mehr zu verpassen und uns kostenlos mit einem Klick zu unterstützen. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, ob wir das Ganze diesmal schaffen oder wieder kläglich daran scheitern, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also ganz viel Spaß! So, wir beide wagen unseren zweiten Versuch und wollen den Wither besiegen, ohne dass wir dabei draufgehen und irgendwie andersweitig nachhelfen müssen. Oh mein Gott, der ist so schnell on the way. Schieß doch mal auf den, mich hasst der. Also musst du auf den schießen. Ja, ich bin tot. Karo, wirklich? Okay, er kommt runter, oder? Ja, ich bin tot. Scheiße. Kümmer dich um den. Ich bin sofort tot. Jetzt. Boah, ich kann ja, das alles nicht. Also, wir werden jetzt Wither-Köpfe holen. Wir werden dann uns einen coolen Spot aussuchen, wo wir den Wither bekämpfen wollen. Diesmal nicht auf offener Fläche. Wir haben viel, viel bessere Rüstung, sind gut ausgerüstet und werden jetzt noch ein paar Sachen zusammensuchen, die wir gebrauchen können. Und dann geht's ab. Okay, was wir auf jeden Fall brauchen werden, sind natürlich die Standardsachen wie unsere Ausrüstung, dann ein Bett, dass wir auf jeden Fall uns irgendwo saven können, falls wir sterben, dass wir in der Nähe direkt wieder spawnen und dann weiterkämpfen können. Dann haben wir natürlich goldene Karotten, mindestens so 2 Stacks. Und dann natürlich auch Goldäpfel für den Notfall. So, dann natürlich am besten Standardsachen wie Waterbucket, Boot, Blöcke. Gut, dann holen wir uns Eier und bewerfen am Anfang damit den Wither, dass da eventuell Hühner schlüpfen. Ja, und dann werden wir auch noch Poppies dort pflanzen, dass wir ein paar Wither-Rosen bekommen. Dafür sind die Sachen nämlich gut. Dann eventuell für den Nether noch ein Goldteil, dass wir uns noch irgendwas Goldenes anziehen. Und dann können wir eigentlich schon los in eine Festung, da dann uns einige Wither-Skelette greifen. Wir haben jetzt zum Glück auch Looting 3 auf unserem Schwert. Heißt, es wird auch einfacher, an Wither-Köpfe zu kommen. Und dann geht's ab. Jojo. Sehe schon einen Blaze. Ach du Heilige, jetzt schon hier so eine Action-Smaction. Oh, wie viele Blaze Rods. Oh, ich sehe schon Wither-Skelett. Nein, jetzt schon. Und hast du gedroppt, mein Lieber? Nee. Also ist immer besser, wenn wir die mit einem Schwert mitnehmen. Ja, ja, oder du hast halt das Schwert in der Offhand. Dann zählt Looting auch. Ja, das war nichts. Okay, sie geht so ohne Boot ran. Naja, hat auch nicht gedacht. Hinten ist auch wieder. Ist auch wieder einer. Dann geh du dahin, ich mach hier. Ein Kopf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spooky, scary skeleton! Ein zweiter Kopf! Nein, bist du in die Lava. Oh mein Gott, der ist fast in die Lava gefallen. Nein. Hab ihn! Oh. Hier direkt die Lava zu. Oh mein Gott. Da vorne sind auch wieder 2 gespawnt. Looting for the win. Okay, let's go. Da müssen wir nur aufpassen, wie wir so viele Schweine. Und ein Blaze kommt. Das ist jetzt schlechtes Timing. Da müssen wir. Aber mir schon. Heilige. Blaze hab ich. Jetzt kommt er. Dritter Kopf! Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Back-to-back-Kopf. Das ist ein Witz. Wir haben 3. Das ist doch ein Witz. Wir haben 3. Ja, wir haben 3. Ich kann es nicht mehr. Heilige. Ich kann das doch nicht mehr. Ja, nee. Wir müssen ja auch mal lucky sein. Ja, eben. Okay, wir können schon zurück. Jetzt einmal eben kurz die Lage checken und dann müssen wir uns eine Stelle suchen, wo wir fighten wollen. In so einer Seitenhöhle, dachte ich. Exakt sowas meine ich. Ah ja, okay. Sowas ist geiler, weil da kannst du auch besser abhauen. Ich glaube, hier ist sogar geil eigentlich, Retalk. Das Wasser lassen wir da auch, weil Wasser kann ja nicht zerstören. Und wir können ja so machen, dass wir das hier so ein bisschen noch zubauen.
So, hier dann in die Ecke, ist das gut. Was machen wir, wenn der gerade uns komplett befeuert? Was machen wir dann? Also klar, können wir mal eben kurz hier um die Ecke. Wir können ja hier auch so eine Ecke bauen. Hier kann dann man kurz eben kurz rein. Leben saven, wieder raus. Ich hab Schiss. Ich auch. Ich baller direkt mit Eiern. Oh mein Gott. Bist du bereit dafür? Ich stelle uns eine Ender-Chest hier schon auf, okay? Für was jetzt? Für den Notfall einfach. Die steht hier. Aber was wollen wir im Notfall damit machen? Ich glaube, ich tue da meine Elytra rein. Okay, sind wir bereit, Caroline? Ja, wir sind bereit. Okay. Do it. Vorsicht, der explodiert noch. Du bist zu nah. Versteck dich erstmal noch. Der lädt noch auf. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Ich bin weg. Okay, jetzt. Oh mein Gott, wir haben verkackt. Warum? Der ist ja schon draußen. Ja, dann komm wieder rein, komm wieder rein. Der ist sauer auf mich. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm rein. Bin drin. Komm rein jetzt. Was ist ich bin dem? Doch drin. Willst du mich verarschen? Ich rede mit dem Wither. Ach so. Ich kann warum ihn so abknallen. Warum kommt er nicht rein? Kriegst du den so? Ja, aus irgendeinem Grund. Ich check gar nicht. Da geht jetzt runter. Der kommt runter. Der kommt runter. Ja, da. Komm, 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 komm. Ja, irgendwie kommt er. Der ist sauer auf mich. Ja, der kommt irgendwie nicht runter. Schieß auf den. Schon, ich hab schon ein paar Mal geballert mit dem. Der kommt jetzt runter. Den Nether Star. Aber haben wir Wither-Rosen? Nee. Aber egal. Wir haben den Wither geschafft und richtig schnell. Ich habe nicht einmal gegessen in der Zeit. Ich muss auch nicht. Oh mein Gott. Einfach, ich habe die ganze Zeit einfach draufgeballert. Boah, oh mein Gott, wie das GG. Jetzt, wirklich GG, wenn man das jetzt mit vor einem Jahr vergleicht. Was? Wir waren richtig gut. Das war richtig stark, weil das siehst du dann in meiner Aufnahme. Ich konnte den abknallen von unten. Obwohl ich den nicht gesehen habe. Weil der wollte sich wieder reinfressen, weil der war aggro auf mich. Und dann war der so weit oben, dass der nicht gecheckt hat, dass er ja auch einfach runterfliegen kann. Das macht er ja nicht, wenn der im ersten Stadium ist. Ach ja. Und dann ist der... Also ich konnte dann so durch die Lücke, sag ich mal, schießen. Und so habe ich keinen Schaden bekommen. Vielleicht ja irgendwann auch noch mal mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das können wir ja immer noch gucken, ob wir das auch noch mal irgendwann machen. Aber wie schnell ging das jetzt? Das war so crazy. Ja, weil mit einem höheren Level, dann kriegst du ja den Wither-Effekt. Und der tiltet dich ja auch nochmal krass. Ja, das Einzige, was wir jetzt halt noch nie gemacht haben, ist so richtig eine Ancient City. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also das können wir, also das würde mich halt mal auch interessieren, hättet ihr da auch mal Lust drauf, dass wir das auch mal machen. Ich finde halt, das ist doch mal so eine Sache, wenn du da nicht drin geübt bist, dann schön mit Öl. Weil wenn Warden spawnt, dann musst du schon genau wissen, was abgeht. Oh, wir müssen noch ein Beacon bauen. Ich glaube, ich habe genug Eisenblöcke dafür. Oh, ich habe mehr Smaragdblöcke als Eisen. Okay, Beacon macht man nochmal mit Glas, Obsidian. Oh, Beacon. Dann mal let's go. Let's go. Ah, ein kleiner. Oh, ein Kleini haben wir. Ein Kleini. Bring on the Beacon. Hey. Was wollen wir denn haben? Speed, Haste, Jump Boost. Jump Boost mache ich uns mal. Ja, okay. Ich habe halt nur noch 14 Eisenblöcke. Aber warte, ich kann das ja auch mit Emeralds ausbauen. Damit wir einen höheren Jump Boost haben. Dieses Geräusch. Boom. Oder Speed. Jetzt mache ich uns mal Speed. Weil irgendwie merke ich von Jump Boost nicht. Ja, du brauchst schon einen richtig großen Beacon, damit du es richtig merkst. Aber doch, wir haben schon ein bisschen mehr Speed. Ja, doch. Ja, haben wir. Und dann musst du halt immer irgendwas, dann musst du halt entweder Netherite, was komplett krank wäre,
Oder als Smaragd oder so, oder Dias oder so, musst du da mal reintun, damit du es ändern kannst. Mhm. Jetzt haben wir wieder Jump Boost. Ja. Aber wir können nicht, geht nicht ganz zwei Blöcke. Ja, das ist ja blöd, die zwei Blöcke hätten schon weg sein müssen. Okay, Abbaumodus mache ich jetzt nochmal. Genau, einfach eben so machen. Ah, nervig. Na, geht. Auch Beacon macht auch direkt Sinn, den Wither früh zu bekämpfen. Dann kannst du nämlich, wenn du baust, hast es viel einfacher, weil dann kannst du dir dein Beacon aufstellen. Also eigentlich machen so die Sachen, wo man sich denkt, die mache ich lieber später, machen am Anfang halt schon voll Sinn. So, ihr Lieben, ich muss sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir es diesmal so easy locker hinbekommen. Klar, es war auf einfacher Stufe, aber das haben wir letztes Jahr auch gemacht und da hat es nicht so ganz geklappt, weil wir noch gar nicht wussten, worauf wir genau achten müssen. Mich interessiert jetzt natürlich auch, ob ihr wollt, dass wir das Ganze nochmal auf höheren Schwierigkeitsgraden versuchen oder vielleicht dann auch in Zukunft nochmal schwierigere Sachen angehen, wie zum Beispiel den Warden. Dann zeigt uns das super gerne mit einer positiven Bewertung oder vergesst auch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, falls ihr es bisher noch nicht getan habt. So verpasst ihr nämlich in Zukunft kein Video mehr und unterstützt uns bei weiteren Meilensteinen. Schreibt jetzt aber auch mal super gerne in die Kommentare, ob euch es wirklich interessieren würde, wenn wir verschiedene Bosse in Minecraft auch nochmal auf höherer Schwierigkeitsstufe besiegen. Also es geht da nicht nur um den Wither, sondern vielleicht auch um den Enderdrachen und Co. Und schaut jetzt auch super gerne bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Gerade auf Twitch sind wir nämlich mehrmals die Woche live. Dort seht ihr sowas alles in Uncut Version und könnt mit uns quatschen. Und auf unserem anderen YouTube-Kanal Naka und auf Instagram gibt es täglich ein Lifestyle-Book und Comedy-Content in Form von Shorts, Reels, Stories und vieles, vieles mehr. Also falls euch das auch interessiert, seid ihr auch herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, ihr Lieben!